Ja, es ist eine große Freude, hier zu sein, zum ersten Mal in dieser Runde. Vielen Dank für die Einladung, auch für die schönen einleitenden Worte und auch meiner Vorrednerin, meinen beiden Vorrednerinnen. Ich denke mal, wir haben dieses Herzblut gespürt und das ist, glaube ich, heute der rote Faden durch das wunderbare Thema Food. Food ist ja keine Schraube, die wir betrachten und qualitativ beurteilen, sondern Essen ist immer etwas, was uns ausmacht. Wir leiben es uns hier ein und damit ein hochemotioneller Akt, das vergessen wir gerne. Ich darf Sie heute in die Zukunft führen. Und das ist eine schöne Aufgabe. Ich habe mir allerdings im Vorfeld, durfte ich ein bisschen in der neuen Studie blättern. Und da ist natürlich auch eine Fragestellung zu den Trends. Und da sind so spannende Ergebnisse gekommen. Das waren sozusagen die großen Stichworte und sie haben sozusagen festgehalten, dass diese Themen sozusagen zukunftsfähig sind, dass sie hier stärker aktiv werden wollen. Und wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, wunderbar, kann ich eigentlich schon wieder gehen. Und habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit Ihnen? Und habe mir gedacht, okay, eigentlich sind es ja Themen, die uns schon des Längeren beschäftigen. Und wie bringe ich es jetzt dem Kunden rüber? Wie kann ich das eigentlich leben? Wie kann ich das in die Zukunft führen? Und deswegen erlauben Sie mir bitte einen zweiten Blick auf die Zukunft. Wenn wir vom Heute reden, dann eigentlich ist jede Entscheidung eine Entscheidung der Zukunft. Also hier und jetzt und was wir uns heute denken, prägt die Zukunft. Die Frage ist also, wie schauen wir aufs Morgen, mit welcher Brille, mit welchem Blick? Und so häufig denken wir das Morgen mit einem Mehr von heute. Wir nennen das auch Linearitis. Das ist aber eine ganz normale, ist keine Krankheit, sondern ist eine ganz normale Nebenwirkung. Wir sind alle Profis. Ja? Wir haben alle unseren Fachblick, wir haben alle unsere Fachbrille und suchen natürlich nach Entwicklungen. Und wenn wir dann was gefunden haben, wo wir denken, das hat Potenzial, dann wollen wir mehr davon. Und auf das fokussieren wir. Und das meinen wir sozusagen mit dieser Linearitis. Die ist wichtig, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir damit spielen, weil an sich ist das Leben nämlich doch etwas unberechenbarer. Jeder Trend hat eine Reaktion und dann muss er adaptieren. Und dann kommt ganz sicher die Krise und ganz sicher ein Widerstand, wo wir uns nochmal neu erfinden müssen. Und erst diese Rekursion führt eigentlich zu solchen Innovationen. Und ich glaube, da bin ich meiner Vorrednerin sehr dankbar, weil sie sehr schön gezeigt hat, wie sie versucht hat, sozusagen auf die Erfahrungen zu adaptieren und schlussendlich was Eigenes gefunden hat. Und das ist innovativ. Und die Frage ist eigentlich, wir lernen langsam, dass das Leben eben nicht so berechenbar ist, weil die Komplexität zunimmt und weil wir nicht mehr mit einem standardisierten Angebot durchkommen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das auch lieben lernen, dass wir sozusagen sehen, dass Evolution immer durch Irritationen passiert und dass wir ein bisschen Abschied nehmen von diesem Tunnelblick. Also wir brauchen ihn, um Sachen wahrzunehmen, um zu fokussieren, aber gleichzeitig müssen wir lernen, diese Unberechenbarkeiten als Chancen zu sehen, als Lernchancen, diesen permanenten Wandel, Herausforderungen, Stress als Chance. Dann können wir es nämlich anders lesen und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir in die Zukunft schauen. Ich möchte noch, bevor ich ein bisschen einsteige in das Thema Trends, noch mal einen Blick auf unsere Esskultur heute werfen. Weiß jemand, wie dieser Punkt heißt, wenn ein Flugzeug am effizientesten fliegt? Das ist auf einer sehr hohen Flughöhe, wo am wenigsten Widerstand ist und wo am wenigsten Kerosin verbraucht wird. Wissen Sie, wie der heißt? Coffin Corner. Wissen Sie, was Coffin? Sarg, ja, Sargdeckel, ein bisschen salopp übersetzt. Dieser Punkt, wo man sozusagen
mit am wenigsten Aufwand am weitesten fliegt, die höchste Form von Effizienz. Das ist manchmal das, was wir gerne hätten in der Gastronomie. Ja. Eine alte Sehnsucht, verständlich, aber das ist der gefährlichste Punkt. Da können Sie kaum mehr manövrieren. Wenn Sie beim Flieger an diesem Punkt fliegen, wenn da irgendwas passiert, ein Vogel, eine Irritation, irgendein Sound, mit dem Sie nicht gerechnet haben, Sie haben null Spielraum. Sie stürzen ab. Und dieses Bild hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt, weil ich denke mir, diese Effizienz, die hat uns in diesen Reichtum geführt. Die hat uns satt gemacht. Wir leben im Lebensmittelüberfluss, große Teile der Gesellschaft. Aber ich denke mir, wir sind auch sehr verwöhnt und fokussieren auf das. Und dieser Fokus auf diese Effizienz hängt, also schränkt uns ein in diesem Spielraum. Und es braucht aber Spielraum, um adaptieren zu können, um auf Unwidrigkeiten, auf Unberechenbarkeiten reagieren zu können. Deswegen Achtung, nur effizient ist zu wenig. Dann werden wir ganz schnell austauschbar und einförmig. Und genau das Gegenteil ist das, was eigentlich der Kunde wünscht. Der braucht immer mehr neue Geschichten, starke Geschichten. Und damit komme ich so ein bisschen in die Trendwelt. Was sind denn Trends? Im Food-Bereich hat man den Eindruck, puh, das geht so schnell, es hat sich so rasant entwickelt. Ich selber zähle im Moment über 30 Food-Trends. Und denke mir, das kann es jetzt nicht sein. Ich muss sie wieder bündeln, ich muss sie sozusagen wieder fokussieren. Da verliert man ganz schnell den Überblick. Aber die Komplexität nimmt zu. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Deswegen ganz wichtig. Nicht jede Entwicklung ist ein Trend. Man kann nicht alles, was neu ist, als Trend definieren und nachmachen und damit Geld machen. So funktioniert es nicht. Aber hilfreich ist, wenn man neugierig bleibt und was Neues entdeckt und sagt, ist das spannend? Ist das gut? Passt das zu mir? Und vor allem die wichtigste Frage, für was ist es eine Lösung? Ja. Ein Trend ist in meiner Definition, und ich erlebe diese Definition als sehr hilfreich, ein Trend ist immer eine Antwort auf eine aktuelle Herausforderung, auf eine Sehnsucht. Und wenn Sie mit der Brille auf Entwicklungen schauen, können Sie viel leichter Moden von Trends unterscheiden. Und Sie können es auch verstehen und damit leichter arbeiten. Und wir kommen aus dem alten Paradigma, schneller, billiger, mehr. Das hat uns sozusagen zum spätindustriellen Zeitalter geführt und weil es uns so gut geht, suchen wir im Moment wirklich neue Geschichten. Nicht nur wir, sondern vor allem der Kunde. Der Kunde will nicht mehr vom Gleichen und billiger, weil Essen ist mehr. Essen ist nicht nur ein Schraube oder ein Kalorienbedarf, der gedeckt werden muss. Essen hat was Soziales, Magisches, Mystisches, Kulturelles. Wenn ich kurz jetzt an die wunderbare Aktionen denke von meiner Vorrednerin. Ich glaube, in diesen satten Zeiten braucht es wirklich wieder Antworten auf aktuelle Herausforderungen. Und derer gibt es ja viele. Also die Themen gehen uns so schnell nicht aus. Aber ganz wichtig ist nochmal zu schauen, wie schaue ich auf die Zukunft und wie sehe ich die Zukunft, wie will ich sie gestalten. Erlauben Sie mir nochmal kurz ein paar Bilder, so als Reflexionshilfe, um zu sehen, wie schauen Sie selber in die Zukunft. Szenario Nummer 1, einfach mehr vom Gleichen. Das wäre eine Option, nur Sie wissen schon, ich kann dem nicht viel abgewinnen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in Mitteleuropa weiterhin mehr Fleisch essen werden. Ich glaube, wir haben Peak Meat erreicht. Und weltweit haben wir sehr unterschiedliche Tempi. Also immer wenn ich solche Grafiken sehe, fange ich an zum Grübeln und denke mir, ist es wirklich so? Haben wir das nicht schon hinter uns gelassen? Weil es ist keine Freude mehr, einkaufen zu gehen. Wenn Sie so einkaufen, dann geht es nur mehr um den Preis. Ganz schwierig, hier Qualitätsunterschiede zu kommunizieren. Ich gehe jetzt schnell durch. Ich hoffe, Sie können mir einfach folgen. Es geht nur darum, so ein bisschen das anzutupfen. Zweites Szenario. Die Sehnsucht zurück. Zurück, wie es mal war.
Starke Sehnsucht, typisch für den deutschsprachigen Kulturraum. Ja, schaffen wir das? Schaffen wir sozusagen so kleine Spezialitäten, Produzenten so wertzuschätzen, dass die von ihrer Arbeit leben können? Wir haben jetzt sozusagen einige Möglichkeiten gesehen. Auch sie brauchen neue Netzwerke. Aber natürlich geht es hier um ganz andere Mengen und ganz andere Preise. Ist das unser Zukunftsbild? Ist das auch die Chance, in die Zukunft zu gehen? Nicht für alle, aber vielleicht für manche von ihnen. Drittes Szenario. Fleisch wird so intensiv diskutiert. Wie sieht es denn aus mit den fleischlosen Alternativen? Die Themen, die uns die letzten Jahre die Titelseiten geprägt haben. Und tja, natürlich, da gibt es eine lange Tradition in Zürich. Ich habe vor kurzem an diesem Ort ein Zürcher geschnetzeltes Fleischlos gegessen und war eigentlich ziemlich beeindruckt, dass man den Unterschied kaum mehr schmecken kann. Da tut sich wahnsinnig viel. Vegan, ein Riesenthema. Ist das unsere Zukunft, dass wir so tun, als ob, dass wir unser Ernährungsverhalten nicht ändern und alles daraus adoptieren? Sind wir dann die besseren Menschen? Ist das die Zukunft? Ich habe in letzter Zeit sehr viel verkostet, auch in den USA. Also ich kann es zum Teil nicht mehr sensorisch unterscheiden. Da hat es einen wahnsinnigen Qualitätssprung gegeben. Fast erschreckend. Wie gehen wir damit um? Was heißt das für Sie als Gastronomen? Und kennen Sie dieses Produkt, Just Mayo? Darf ich da mal kurz ein Stimmungsbild, sonst kennt es jemand? Ganz, ja, einige wenige, dann werde ich es kurz ausholen. Sie wissen, in den USA ist Mayonnaise ein Grundnahrungsmittel. Ja, okay. Deswegen ist es eine ganz zentrale Entwicklung. Dieses Produkt nennt sich Just Mayo und macht Mayonnaise ohne Ei. War extrem erfolgreich, auch Crowdfunding, super erfolgreich. Die großen Produzenten haben aufgeschrien, haben gesagt, Moment, Mayonnaise ist mit Ei. That's the law. Das können die nicht machen. Das hat einen Shitstorm ausgelöst. Daraufhin sind sie ganz ruhig geworden und gesagt, Moment, das wird sich juristisch klären lassen. Wir ziehen uns zurück, das soll geklärt werden. Was kommt raus? Ein Jahr später, das kleine Just sagt ja nicht, dass es wirklich Mayonnaise ist. Es ist ja fast Mayonnaise. Es ist okay. Die dürfen sich so nennen, haben eine riesige Werbekampagne dadurch gehabt. Denen geht es super gut. Das ist aber erst der Anfang. Da kommt ganz viel. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wie sieht es aus? Werden wir sozusagen unser ganzes Verständnis ändern? In unserem Kulturraum, wo sozusagen auch Bio entstanden ist, ist doch gut immer natürlich. Ja. Ist es das noch? Kommt da vielleicht eine ganz andere Generation nach? Wie wollen wir damit umgehen? Wir wollen da mitmachen oder nicht? Oder irgendwie dazwischen? Viertes Szenario. Und ich könnte den ganzen Tag so weiterreden. Ich habe, weiß Gott, noch viele Lücken in diesen Szenarien. Aber das ist schon das Letzte und das führt uns ein bisschen weiter in die Zukunft. Was fällt Ihnen ein zu tierischen Lösungen, Zukunft, aber nicht die konventionellen? Haben Sie da eine Idee, was man da essen könnte? Fisch, okay, klassisch, Meeresfrüchte? Insekten, genau, danke. Eine Wiener Künstlerin von der Angewandten hat einen kleinen Turm gebaut, der nennt sich Hive. Hier können Sie sozusagen selber Ihren Tagesbedarf an tierischen Eiweiß decken. Mit Küchenabfällen. Sozusagen nachhaltiger geht's nicht. Sie brauchen kaum Platzangebot und Futter ist auch kein Thema. Mehlwürmer. Und Sie töten sie unter Anführungszeichen natürlich, indem sie es einfach ins Gefrierfach schicken. Ja, Insekten. Könnte man lange ausholen. In unserem Kulturraum natürlich eigentlich ein Tabu, wobei die Radfahrer unter ihnen haben schon eine große Menge gegessen. Aber im Prinzip, wir sind uns bewusst, dass das natürlich hocheffizient ist. Da sind wir wieder bei der Effizienz. Wahnsinnig wenig Futter, wahnsinnig wenige Platz brauchen
ganz kurze Zeit ein riesiges Potenzial. Wir müssen es vielleicht nicht essen in Zukunft, aber vielleicht werden wir es den Tieren verfüttern. Oder wir werden es einfach als Nährwerte einsetzen, weil es bleibt hochwertiges tierisches Eiweiß. Wir haben die Aminosäurenzusammensetzung angeschaut. Uff, erschreckend, dass eine Ernährungswissenschaftlerin so alt werden muss, um drauf zu kommen, wie wertvoll das ist. Also auch das, ein Blick in die weite Zukunft und jetzt nochmal eine. Die, die mich kennen, wissen, dass ich das Thema ungern auslasse. In vitro, wissen Sie, was in vitro ist? Schon faszinierend. Sie beziehen Muskelzellen aus einem lebenden Rind, per Biopsie, und züchten diese Muskelzellen in eine Art Petrischale. 3 Monate später sieht es dann ungefähr so aus, wobei das eingefärbt ist mit rotem Rübensaft, weil es in der Petrischale hat ja kein Blut, also das ist der Farbstoff von der roten Rübe. Tja, und so sieht es dann aus, angebraten. Das war der teuerste Biss meines Lebens. Ich glaube, ich werde ihn nicht mehr toppen können. Wir reden im Moment noch über 100.000 Euro für den Biss, nicht für das ganze Patty. Forschung. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, es gibt noch ein paar Engstellen in der Entwicklung. Aber haben Sie das verdaut? Sie können Fleisch essen von einem Tier, das noch lebt. Ja? Das heißt, eigentlich braucht man nur mehr einen kleinen Zoo, um die Quellen zu beziehen. Es ist viel denkbar und sehr viel machbar. Jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht und auch mit Mut zur Lücke einiges ausgelassen. Aber Tatsache ist, dass unser gesellschaftlicher Wandel unsere Wahrnehmung verändert. Wir lesen mehr in den Speisen. Wir lesen anders wie unsere Eltern und Großeltern. Das Bewusstsein verändert sich und der Konsumenten, das haben Sie so schön am Anfang gesagt, wird immer mächtiger und ist der mächtigste Player. Er wird nämlich zum Prosument und das hat auch mit so neuen Entwicklungen zu tun wie diesen Skio. Ich weiß nicht, haben Sie das schon mal gesehen? Ein ganz ein kleines Gerät, damit können Sie den Nährwert von Produkten scannen. Kostet $300, Internet, und das verändert natürlich den Kunden. Die, die interessiert sind, können sich in Zukunft ganz leicht einfach die Nährwerte von ihren Speisen nachmessen. Die sind nicht mehr angewiesen auf die Nährwertinformation. Noch können sie nicht messen, woher die Produkte kommen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das auch noch. Aber das bleibt trotzdem recht spannend. Ich hatte vor kurzem, genau genommen letzte Woche, beim Zukunftstag in Frankfurt die Chance, das mal auszuprobieren. Und nachdem es bei dem Mittagessen nicht funktioniert hat, haben wir gedacht, naja, nehme ich doch meine rechte Hand. Und hier wollte ich Ihnen den Nährwert nicht vorenthalten. 100 Gramm, allerdings ist es leider nicht alles so schlank und fettarm an mir wie meine linke Hand, aber meine linke Hand hätte 100 Gramm 220 Kilokalorien. Ja. Dauert 2 Sekunden. Ja. Super spannend. Also die Technologie verändert die Macht, verändert unsere Tools, verändert unsere Identität. Und verändert sozusagen auch wirklich die Einstellung der Kunden, die natürlich auch im Lebensmittelüberfluss aufwachsen und endlich mal wieder gute Geschichten beim Essen wollen. Nicht immer nur Probleme sehen, das haben wir gelernt. Wir sind mit Rotstift aufgewachsen, die Generation nach uns weiß um die Probleme. Sie will nicht immer Kompromisse. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz diesen Wandel thematisieren, weil das ist etwas, was wir im Alltag gerne ausblenden. Ich glaube, noch vor 5 Jahren hätte ich gesagt, nehmen Sie sich den Luxus, nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich diesen großen Wandel an. Inzwischen, glaube ich, ist es nicht mehr Luxus, sondern es ist wirklich ganz zentral. Wir arbeiten vom Zukunftsinstitut sehr gerne mit der Megatrend-Map. Die müsste eigentlich 3D sein und beweglich und ist extrem komplex. Aber es ist komplex und trotzdem versuchen wir hier aufzuzeigen, wie verschiedene Trends interagieren. Wir haben jahrelang mit diesen Trends gearbeitet und im letzten Jahr gab es einen großen Wandel.
Ich nehme an, Sie wissen ihn für die, die es nicht. Wir haben sozusagen den Female Shift in den Gender Shift geändert und wir haben einen neuen Megatrend mit aufgenommen, den Thema Sicherheit. Alle Megatrends sind weltweit und haben ganz massiven Einfluss auf unsere Esskultur. Alle Worte, alle Begriffe sind uns vertraut, aber so richtig mal fantasieren, was es heißen kann und wie alt unsere Szenarien sind, die wir im Kopf haben, ich glaube, diese Themen haben wir noch nicht ganz verdaut. Und es lohnt sich sozusagen, ab und zu aus dem Tagesgeschäft auszusteigen und einen großen Blick zu werfen. Ich möchte aber heute nur einen kleinen, großen Blick mit Ihnen gemeinsam werfen und möchte zwei Megatrends, die ich für sehr herausfordernd halte, kurz thematisieren, nämlich die Konnektivität, natürlich durch die neuen Tools, und die Individualisierung. Und auch da nur ganz kurz, dieses Zitat hat schon ein bisschen Staub angelegt. Ja. Es ist ganz normal geworden. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen. Also ich weiß, dass es ein Luxus ist, dass ich manchmal das Handy abdrehe. Ja. Das ist ganz normal. Aber was ist hier normal? Kennt jemand von Ihnen das Bild? Ganz ein berühmtes, wichtiges Bild historisch. Kennt es noch jemand? Nur so kurzer Zeig? Nein? Die Nachtwache, Rembrandt. Deswegen wollte ich Ihnen das Bild zeigen. Ja. Diese Kinder können das Bild nicht mehr lesen. Es mag sein, dass sie sich da jetzt schlau machen, was sie da im Hintergrund sehen, aber wir sehen, wie vernetzt kommuniziert wird und wie mächtig diese Tools sind und was da für eine Generation nachkommt. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, diese Technologie verändert uns nachhaltig. Das iPhone ist noch nicht 10 Jahre alt. Und es ist unfassbar, wie mächtig und wie stark es uns wirklich verändert hat, wie es auch die Rollenverhältnisse verändert hat. Wir können im Moment feststellen, was wo gegessen wurde, was Kunden zu dem aktuellen Essangebot von der Konkurrenz sagen. Wir können Preise vergleichen in dem Moment. Wir können schauen, was um uns herum passiert und immer spontaner entscheiden, wohin wir essen gehen. Für manche ein wahnsinniger Stress, für andere inzwischen seit ein ganz normales Tool. Also die real digitale Welt, in der wir leben, ist dabei die ganze Funktionsweise, wie wir uns organisieren, wie wir denken, wie wir an Informationen kommen, auf den Kopf zu stellen, in einem Tempo. Wir sind uns langsam bewusst, dass dem so ist. Nur ich habe den Eindruck, dass dieser Trend aktuell kurzfristig überschätzt wird, aber langfristig unterschätzt. Weil es verändern sich die Machtverhältnisse so nachhaltig, dass wir immer mehr in Netzwerken agieren und denken. Und deswegen begrüße ich sozusagen die Tagung heute auch besonders, weil es ganz wichtig ist, dass man gemeinsam diskutiert, wie man gewissen Themen umgeht, dass man Netzwerke hat, dass man im Netz viel variabler agieren kann. Wir nehmen so langsam Abschied von diesen Heldenepen. Einer alleine kann es kaum mehr machen, sondern es geht wirklich um Gemeinschaft. Es geht darum, gemeinsam Projekte anzusteuern, gemeinsam zu gestalten. Dieser Wert macht uns zukunftsfähiger. Und es ist auch wirklich so ein großes Phänomen. Sie sehen hier die Gründer von Airbnb. Und die sind sozusagen die Helden der Share Economy geworden. Da geht es aber nicht nur immer um Sparen, ja, sondern da geht es eigentlich darum, Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, das hat auch das Projekt davor sehr schön gezeigt. Dieses gemeinsame Erleben, dieses Eintauchen in Gefühlswelten, in Erfahrungswelten, das ist etwas, was eine große menschliche Sehnsucht ist. Und die Menschen, die diese Geschichte erzählen, und sie haben mit dem Essen eine Möglichkeit, hier ganz spannende Geschichten und Erfahrungen und Gefühle zu teilen,
Deswegen lohnt sich sozusagen wirklich zu schauen, was es hier an Entwicklungen gibt. Und ich finde es ganz spannend, dass diese Sehnsucht nach diesem Momentanen, nicht das immer ewig Gleiche, Berechenbare, das brauchen wir auch. Aber im Moment ist alles, was sozusagen Pop-up, Start-up, unberechenbar ist, was sozusagen uns wirklich eintauchen lässt, eine große Sehnsucht, eine Herausforderung für Sie, wenn Sie tagtäglich Ihr Tool spielen wollen. Aber vielleicht können Sie auch Geschichten erzählen. Nicht immer die gleichen, aber welche, die Ihnen gut passen. Also dieses Teilen versus Besitzen, dieses Teilen von Erfahrungen, von Geschichten, da bietet es erst unendlich viele Möglichkeiten. Einige davon will ich erzählen, aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir auch bewusster mit dem Essen umgehen. Und damit steige ich schon ein in die Foodtrends. Und ich habe den Eindruck, dass Essen im Moment ist eines der schönsten Themen. Wer hätte gedacht, dass das Essen so mächtig wird? Und damit bin ich beim ersten Foodtrend. Ich habe es genannt Infinite Foods. Dass wir rund ums Uhr essen, rund um die Uhr essen können, das wissen wir. Das haben wir ja schon vor vielen Jahrzehnten gelernt. 24 Stunden am Tag. Nur was jetzt passiert ist, dass das Essen sich vollkommen emanzipiert. Dass das so spannend ist. Das Gefühl, das Essen hat die Mode abgelöst. Das Essen ist ausdrucksreicher als das, was wir anhaben. Man kann durch Essen sehr schön kommunizieren, wer man ist. Oder wenn man nicht isst. Und es wird zunehmend eingesetzt, vor allem im urbanen Umfeld. Spannend, dass Modeakteure das Essen benutzen, um ihre Qualität zu thematisieren, um Menschen zu überreden, länger zu bleiben. Die ganzen Top-Modedesigner haben inzwischen eigene Restaurants, eigene Pralinen, eigene Snacks als Signature-Dish. Um sozusagen zu zeigen, das sind wir. Das macht uns aus. Also Essen ist eine Sprache geworden. Und wir müssen alle mehrfach täglich essen. Und da ist es natürlich wirklich auch ein Vergnügen, wenn das richtig Spaß machen kann. Und so werden sozusagen einfache Bäcker wirklich zu Szenetreffs, die am Morgen anders ausschauen wie abends. Also da tut sich enorm viel. Und das ist auch eine riesige Chance. Und das Spannende ist, dass auch das edle, gute Essen, wo man früher gesagt hat, das geht nicht mobil, langsam mobil wird. Also Essen auf vielen Ebenen ist in Bewegung. Die Frage ist, wie können Sie Ihre Gerichte, Ihre Eigenheiten nützen, um das noch stärker zu thematisieren? Wir haben im Moment so ein großes Revival auch bei den Markthallen. Unterschiedlich. Ja. Manche Hallen sind sehr teuer und sind sozusagen Luxusgeschäfte. Da ist es schwierig, dann so eine richtige Aufbruchsstimmung herzustellen. Aber ich empfehle Ihnen sehr, Samstagvormittag in Berlin die Halle 9 zu besuchen. Wahnsinnsstimmung, ganz spannende Angebote. Qualitativ durchaus ansprechend. Wer hätte gedacht, ein Klassiker, Chelsea Market, aber eigentlich ein weltweites Phänomen, dass die Märkte, also die Nähe zum Produzenten, die Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu treten, ist eine große Sehnsucht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man im Moment diese Nähe wieder zum Produkt herstellen will. Ich habe schon gesagt, wir sind am Ende des spätindustriellen Zeitalters. Wir sind eigentlich dabei, uns das Essen wieder ein bisschen zurückzuerobern. Und wenn es Ihnen gelingt, es stärker zu thematisieren, können Sie wirklich eine sehr starke Sehnsucht bedienen. Die ganzen Foodhallen sind eigentlich die neuen Kathedralen. Man kann wirklich schon architektonische Sightseeing-Tours machen. Es ist wirklich beeindruckend. Also da ist ein riesiges Klientel zu Hause, das eine große Sehnsucht hat nach Nähe zum Produkt. Und da wird nicht jeder Stutz umgedreht. Sondern da schaut man ziemlich genau, wer gute Geschichten hat, wer die Sinne anspricht, wo es Spaß macht. Vielleicht nützen Sie das regionale Potenzial. Ich habe schon kurz erwähnt, was sind Foodtrends
sie sind immer positiv. Das wird mir oft vorgeworfen, als hätte ich immer nur eine rosa Brille auf. Aber wenn Trends Antworten sind, dann muss man natürlich auch die Probleme kennen. Aber man darf nicht in den Problemen stecken bleiben, sondern man muss schauen, wo gibt es Ansätze. Und das ist hilfreich. Manchmal sind die Trendkarten auch hilfreich, einfach zu schauen, mit welchen Trends arbeite ich, mit welchen nicht, welche passen zu mir. Ich arbeite auch mit Unternehmen und dann sagen sie, ja, eigentlich den Trend haben wir, den. Ja, wir arbeiten mit allen Trends, sage ich, super. Dann sind sie alle so nichts. Ja. Das geht nicht. Da gibt es Trends und Gegentrends. Das ist klassisch, dass eine Bewegung eine Gegenbewegung auslöst. Das heißt, man muss sich gut überlegen, mit was man arbeitet, was zu einem passt. Aber es hilft sozusagen, den Überblick nicht zu verlieren. Und dann haben wir gedacht, okay, was nehme ich Ihnen mit als zweiten Trend? Vier habe ich, und ich habe Ihnen einen mitgebracht, den wir alle seit Jahrzehnten kennen, der, wo wir denken, eigentlich sind wir schon durch. Local Food, regionale Produkte. Der hat natürlich damit zu tun, dass die Globalisierung noch immer rasant zunimmt. Ja, dessen sind wir uns bewusst. Und der klassische Gegentrend ist der Fokus auf das Regionale. Aber auch hier, der Trend bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Und da tut sich im Moment wahnsinnig viel. Da gibt es eine neue Avantgarde, die sich sehr intensiv mit dem Local Food Trend auseinandersetzt und den richtig nochmal anschiebt. Und er ist für mich ein Meister seit vielen Jahren. Grini Rezepi, Kopenhagen, Noma. Ein ganz ein strenger Kopf. Ein Kreativer und ein Intellektueller. Nur was macht er? Dieser Chefkoch hat sehr nachhaltig Einfluss genommen auf unsere Esskulturen. Er hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was man in diesem nördlichen Umfeld, wo die Witterung tough ist, wo das Klima einschränkt, da hat er sich sozusagen damit auseinandergesetzt, was ist essbar, und hat sich weit über die Grenzen der Landwirtschaft hinausgewagt. Das ist wirklich Entwicklungsarbeit. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er bietet dann solche Speisen an um 20 Euro, 25 Euro, glaube ich, war das. Was würden Sie essen? Wo würden Sie zugreifen? Ich war sehr naiv und habe es mit dem Ast probiert, aber das ist sein Ast. Falsche Wahl. Der Stein ist ein Stein. Und das Moos gibt auch nicht viel her. Hier, das war das Essbare. Mit gebacken, Flechte gebacken mit Pilzmehl. War das kulinarisch? Interessant. Aber wo macht man solche Erfahrungen? Ja? Für mich ist es ein Meister. Vielleicht kann man dieses Gericht leichter verstehen. Ja? Wenn Sie die Rübchen so serviert bekommen und dann sie selber ernten, ja? Erzählt er die Geschichte, woher die Produkte kommen. Ja? Er macht uns zu Jägern und Sammlern. Und natürlich ist das nicht Erde, sondern gedarter Pumpernickel. Und natürlich sind die gegart. Und natürlich schmecken die total unterschiedlich, es ist schon aufregend. Aber die Geschichte, die er dahinter erzählt, ist so einfach und so magisch. Und wiederum, spätindustrielles Zeitalter, wir wollen wissen, woher die Produkte kommen, wir wollen deren Geschichte. Das sind einfach die magischen Sachen. Und was macht er dann, nachdem er sozusagen jetzt wirklich alles ausgelotet hat an Essbaren und Nicht-Essbaren? Er wandert, er macht es lokal zu und geht nach Australien, er geht nach Japan. Ist ausgebucht in 10 Minuten. Keine Chance auf einen Tisch. Keine Chance. Dieses Gericht hat er in Australien fabriziert. Und Australien hat natürlich eine riesige Tradition an Wild Food, aber auch an Nüssen. Und er hat diese Macadamia-Nüsse genommen, aber Pech für die Nüsse, die waren noch nicht reif, als er dort war. Und er nimmt die Unreifen, klärt ab, ob es giftig ist oder nicht, das hat er gelernt. Und dann macht er aus den Unreifen eine Geschichte. Und kein Australier hat jemals unreife Macadamia-Nüsse gegessen. Und dieses Zitat da ganz oben, wie oft machen wir wirklich so eine Erfahrung, dass wir was Neues ausprobieren können? Das sind so Geschenke.
und Rezepi-weise es zu inszenieren. Aber was macht er hier? Er verlässt nicht nur die Region, sondern er ist wirklich hier und jetzt. Ja? Er ist wirklich ein Meister von Zeit und Ort. Er spiegelt das Saisonale wieder. Aber nicht, dass wir warten, bis was reif ist, sondern er sagt, wir sind dort noch nicht. Ja? Also radikaler geht es wohl kaum. Sehr spannend. Also, lassen Sie mich nochmal Revue passieren. Globalisierung, Individualisierung, Standardisierung, das ist sozusagen der ausgangsbrodelnde Saft, aus dem sozusagen die Sehnsucht nach regionaler Küche passiert. Sozusagen die Rückbesinnung auf regionale Eigenheiten. Das nächste ist, dass wir schauen, was gibt es an regionalen Ausgangsprodukten. Ich glaube, auch das kennen Sie, haben Sie sich erobert. Wenn es dann zu viele machen, wird es langweilig. Wir gehen weiter. Dann wird es so normal, dass man sagt, Moment, jetzt überholt das Regional schon das Bio. Was heißt das jetzt? Brauchen wir jetzt beides? Wie tun wir? Das ist passiert, wo der Lebensmittelhandel so richtig groß eingestiegen ist in die Regionalität. Da hat man schon das Gefühl gehabt, jetzt ist Mainstream und das Ende vom Trend. Nichts da, es geht weiter. Die Krise führt dazu, dass wir sozusagen neue Food-Kooperativen haben, sich regionale Kreisläufe langsam schließen. Viele neue Geschichten. New Local. Und jetzt geht sozusagen diesen nächsten Kick in eine höhere Komplexität, Konzentration auf hochregionale Produkte, Eigenheiten. Und ich würde sagen, da würde ich das Projekt wahrscheinlich anordnen, das Sie so schön mit dem Holz und unserer Esstradition angesetzt haben. Und dann gibt es sozusagen noch den nächsten Kick, den jetzt schon einige Top-Gastronomen machen, dass sie sozusagen eigentlich die Landwirtschaft schon hinter sich lassen und auf regionale Produkte zurückgreifen, von einer Zeit, bevor wir Landwirtschaft erfunden haben. Wild Food, natürlich super spannend, aber das Saisonale entwickelt sich hier in einem rasanten Tempo weiter. Das heißt, diese Schleifen der Innovation, diese Rekursionen zeigen eigentlich, dieses Thema ist so stark, es entwickelt sich weiter. Wenn Sie dieses Thema vom Regionalität spielen wollen, dann müssen Sie es weiterentwickeln. Nur zu sagen, Schweizer Fleisch, Schweizer Gemüse, ist zu wenig. Ja. Wir müssen hier diese Geschichten neu erzählen. Und vielleicht können wir uns da vereinzelt auch inspirieren lassen von neuen Qualitäten. Also die Globalisierung schiebt diesen Trend noch immer an. Und beide Trends kochen noch immer sehr wild und heiß. Aber hier helfen Netzwerke mit regionalen Produzenten, mit Profis. Und es lohnt sich auch, andersdenkende Quereinsteiger mitzunehmen, um immer wieder Antworten zu finden auf die Frage, wie schmeckt es im Hier und zunehmend auch im Jetzt. Ja. Frühling heißt nicht nur Bärlauch und Spargel. Ja. Es geht weiter. Hier müssen wir innovativer sein. Und wie geht's? Indem man sozusagen stärker auf den Garten fokussiert. Frischer geht's nicht mehr. Das inszeniert ist natürlich wirklich eine Freude. Aber Frische heißt vielleicht auch im städtischen Raum was ganz was anderes. Whole Foods, Sie kennen dieses Bild, ich glaube, es ist 3 Jahre alt, produziert Tomaten und Salat am Dach. Aber zum Thema Aquaponik tut sich auch sehr viel in den Städten. Und auch in der Schweiz gibt es ein großes Projekt. Also der Garten, die Frische, große Themen. Wie machen wir es? Machen wir es regional? Wie können wir Netzwerke schließen? Was gibt es hier an Eigenheiten? Das noch kurz zum Abschluss. Wird das neue Lokal vom René Rezepi. Er schließt hier mit Ende des Jahres und hat auf der ehemaligen Hippie-Insel sein Restaurant jetzt in einem Garten geplant. Also er hat Gärtner ins Team geholt und wir sind gespannt, wie er das Thema Saisonalität in dieser brutalen Definition spielen wird ab nächsten Jahr. Und damit komme ich zum dritten Foodtrend, Spiritual Foods. Ich habe den gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass sich im Moment dieses Thema ganz stark spürbar wird. Natürlich
Kulinarik, Gesundheit, Nachhaltigkeit sind Themen Must-Have. Da könnte man ein anderes Mal länger drüber reden, aber ich glaube, was noch sehr herausfordernd ist, ist diese spirituelle Aufladung. Das kann man festmachen an den Veganern. Ja, wenn die Debatten in diese Richtung gehen, ja, dann heißt das, hier so ein kleiner Religionskrieg passiert. Dass wir wirklich versuchen, im Lebensmittelüberfluss wieder herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Und diese Debatte wird ganz stark über das Essen geführt. Das heißt, wir sind verunsichert von dieser Vielfalt, aber wir lernen langsam in diesem Lebensmittelüberfluss die Wahl zu treffen. Aber es ist so ein stärkerer Wunsch nach Regeln und Normen und moralischen Grundsätzen, auch beim Essen. Wie gehen Sie damit um? Wenn Sie versuchen, für jeden das Richtige zu machen, es geht nicht mehr. Die Frage sozusagen, was ist für mich das Richtige? Was will ich kommunizieren? Diese Frage muss man sich selber beantworten. Dann ist es auch leichter, die Kunden zu thematisieren. Das heißt, wenn sie sagen, okay, ich gehe bewusster mit Fleisch um oder ich gehe auf vegan, ich glaube nicht, dass wir alle Veganer werden. Ich glaube nicht, dass es Mainstream wird. Aber hier entstehen ganz neue Geschmackswelten, die sich mit der Gesundheitswelt verbinden und hier werden sozusagen ganz neue Produktebenen sichtbar und da wird es auch neue Produkthypes geben. Also Pilze und Avocado sind praktisch nicht mehr wegzudenken. Das ging jetzt doch sehr schnell. Also hier tun sich ganz viele neue Welten auf. Das heißt, wenn Sie versuchen, in dem Bereich zu punkten, dann nicht nur das Weglassen von Fleisch, dann gilt es wirklich darum einzutauchen in diese Geschmackswelt. Und da fehlt in unserem Kulturraum bisschen die Fantasie, wie wir umgehen. Hier müssen wir viele Anleihen von anderen Esskulturen machen. Was heißt das, wenn Sie regional spielen? Wie gehen Sie damit um? Man kann nicht alle Trends auf einmal, sehr herausfordernd. Und damit bin ich beim letzten Foodtrend, Soft Health. Ich habe schon gesagt, Gesundheit ist ein Thema, ist ein Megatrend. Wir können die Gesundheit nicht delegieren. Für viele ein Stressor. Wie gehe ich damit um? Man will mit gutem Gewissen genießen und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben nämlich gelernt, dass wir eigentlich nicht verzichten wollen, sondern wir wollen eigentlich Lösungen, auch hier. Das hat aber damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt haben über Nährwerte. Wir haben gewusst, okay, es gibt einfach ein zu viel. Fett hat pro Gewichtseinheit am meisten Kalorien. Wir versuchen, Fett zu reduzieren. Sie erinnern sich noch. Zucker ist ein Riesenthema gewesen und jetzt wieder aktuell. Und wenn wir nicht wollen, dass wir anfangen, Produkte zu verbieten oder mit Steuersätzen teurer zu machen, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Und wir haben eigentlich gelernt, die Probleme so zu lösen, dass wir sie rausnehmen aus den Produkten, dass wir sozusagen Produkte adaptieren. Und das Gleiche bei den Zusatzstoffen. Die Kunden haben nie verstanden, warum es Zusatzstoffe braucht. Niemand hat den Versuch unternommen, auch zu erklären, warum das sinnvoll ist. Schwieriges Thema. Aber schlussendlich hat man aufgegeben und gesagt, okay, dann schreiben wir halt drauf, wo wir es überall rausgenommen haben. Jetzt gibt es Produkte, da brauchen Sie 2 Minuten, um herauszufinden, was drinnen ist, weil Sie nur lesen, was nicht drinnen ist. Ja? Das kann es nicht sein. Und was ist der nächste Schritt? Was machen wir im Moment? Was wäre so die nächste Logik? Allergene. Ja. Auch hier in dieser Tradition ein potenzielles Problem. Vielleicht bin ich nicht betroffen, aber es kann ja nicht schaden, das mal auszuprobieren, das wegzulassen. Ja. Wir sind neugierig auf Alternativen und wenn es nichts hilft, dann schadet es nichts. So ist es zu erklären, warum hier ein riesiger Wachstumsphänomen passiert. Mit Produkten, die das weglassen. Das kann man ganz konsequent lösen. Inzwischen gibt es einige, zum Beispiel, das ist eine Patisserie, aber auch eine Bäckerei, die nur Produkte anbietet, die glutenfrei ist und meistens auch dann fruktosefrei. Unfassbar. Ich habe dort Menschen in Tränen ausbrechen gesehen. Ja?
die haben gedacht, sie werden nie wieder feine Desserts essen können, weil sie keine Weizen vertragen. Das ist schon ein Thema. Wir vertragen nicht alles. Aber wie gehen Sie damit um? Wollen Sie es konsequent in die Nische? Kann man inzwischen sein. Herausfordernd, muss man viel entwickeln, aber lohnend. Halb-halb ist schon wieder schwierig, aber Soft Health heißt nicht noch mehr potenzielle kritische Inhaltsstoffe weglassen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, Lösungen finden. Und Lösungen heißt, wir haben gelernt zu lesen. Wir wissen, dass mehr Gemüse, Obst, Salat gesund ist. Und wir lesen solche Lösungen. Und deswegen boomen im Moment ganz viele Gerichte, Mahlzeiten, die automatisch als gesund wahrgenommen werden. Health Claims Verordnung macht es immer schwieriger, darüber zu sprechen, wenn ein Produkt gesund ist. Aber hier müssen Sie gar nicht viel sprechen, weil sie automatisch als gesund wahrgenommen werden. Und was jetzt passiert ist, dass es immer mehr so kleine Mahlzeiten gibt. In Amerika heißt es dann Bowls oder Cups, wo sozusagen neue Gerichte, meistens fleischlos oder extrem fleischarm, kommen, die als gesund wahrgenommen werden und die auch ganz spannende Kombinationen haben. Und neue Entwicklungen sind Fertiggerichte mit frischem Gemüse, Getreide und Soßen und ganz schnell aufzuheizen, ganz schnell essbar. Also eine neue Generation von Produkten, die durchaus gesund sind und hochconvenient. Ich glaube nicht, dass das den Supermarkt bei uns radikal schnell erobern wird, aber dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist für die Gastronomie, dass man sozusagen lernt, Produkte, ganz bewusst Produkte anzubieten, die als gesund wahrgenommen werden, die auch kalorisch nicht im Luxus sind. Da müssen Sie gar nicht sagen, ich bin ein gesundes Lokal, bitte tun Sie es nicht, weil gesund bei uns sofort Verlustängste auslöst. Ja? Aber Sie können Gesundheit kommunizieren, indem Sie einfach mit Produkten ganz bewusst in den Vordergrund stellen, die einfach als gesund wahrgenommen werden. Und das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Das heißt, gesundes Essen ist wieder spannend, hochkulinarisch, macht richtig Spaß. Und am besten ist es, wenn Sie das verbinden, wenn Sie sozusagen Produkte wirklich ganz nah an den Konsumenten bringen. Wir erleben in Wien im Moment spannende Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel eine kleine Genussoase, wo Sie Mozzarella-Käse selber machen können, zuschauen können und dort essen. Und wenn Sie sozusagen diese Mischung herstellen, Ihr Lieblingsprodukt, Ihr Kern-Know-how, sehen, wie es entsteht, das ist natürlich ein Traum, da kann man ganz spielerisch lernen und sich ganz leicht verführen lassen. Das heißt, das persönliche Geschmacksmanagement wird wirklich zur Kulturtechnik. Wir lernen das zu lieben, was wir häufig essen. Wir haben aber auch sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrungswissen, das wir mitbringen. Herausfordernder Kunde, immer fordernder Kunde, aber es gibt viele schöne Geschichten zu erzählen und ich hoffe, ich habe Sie heute inspiriert und auch irritiert und vor allem neugierig gemacht, sich intensiver mit aktuellen Essproblemen auseinanderzusetzen. Überlegen Sie, was brauchen meine Kunden, was bewegt sie und welche Geschichten kann ich erzählen und will ich erzählen. Und haben Sie Mut zur Lücke, dann ist Ihr Qualitätsprofil klarer und ich wünsche Ihnen viel Erfolg darin und vor allem auch in der Vernetzungsarbeit. Noch ein letzter Satz, der Food Report wurde erwähnt, der aktuelle ist praktisch noch Druckfisch. Ich durfte ihn vorgestern in Frankfurt im Preview präsentieren. Also es gibt auch ganz frische Literatur zum Nachlesen. Herzlichen Dank. Ja.